Telekom Kundenbetreuung Humsen, mein Name. Schönen guten Tag. Moin. Spreche ich mit Vasilios Vasilidis? Genau. Verzeihen Sie bitte. Ja, und zwar geht es darum, Sie haben ja vor kurzem Kontakt zu unserem Kundenservice aufgenommen. Und wir führen gerade eine Zufriedenheitsumfrage durch. Und da wollte ich Sie einmal fragen, wie zufrieden waren Sie mit dem letzten Kontakt? Ja, eigentlich ganz zufrieden. Okay. Und konnte Ihr Problem behoben werden? Ja. Ja? Das heißt, ich sehe hier in meinem System, Sie haben Probleme mit dem Internet beziehungsweise kein Internet vorhanden momentan. Genau, warum nicht? Genau. Ich sehe ja auch, dass das jetzt mindestens noch einen Monat dauern wird. Ein Monat. Aha. Das hat uns haben uns die Techniker so durchgegeben. Mhm. Ja. Also und da wollte ich Ihnen dann auch anbieten, zwei Prepaid-Karten mit jeweils 5 Euro Guthaben. Wäre das für Sie in Ordnung? Wir haben aber im Moment schon den LTE-Router bekommen, diesen Schnellstart-Router. Ja. Und 30 GB sind da drauf, glaube ich. Ja, und die werden leider entzogen wieder, weil das war ein Missgeschick von unserem Service-Mitarbeiter. Okay. Deswegen würde ich Ihnen gerne dort zwei Prepaid-Karten anbieten mit jeweils 5 Euro Guthaben. So könnten Sie sich zum Beispiel für 300 MB die Flat buchen. Jeden Monat. Okay. Ja? Hier, und was sagten Sie? Einen Monat noch? Ja, ein Monat wird das... Ja, wir haben. Aber gestern hieß das maximal noch eine Woche, sagte hier Frau Kempe oder so. Ich sagte irgendwie 99% sind geschafft und sie wollte sich am Ende der Woche melden. Ja. Und ich habe jetzt heute das nochmal einen Bericht vom Techniker bekommen. Und die Frau Kempe hat auch zu mir gesagt, dass ich das gleich hier mit ansprechen soll. Und es wird jetzt mindestens einen Monat noch dauern. Mindestens einen Monat noch? Ja, tut mir leid. Wie kann das denn sein? Ja, das ist wohl ein technisches Problem. Da müsste wohl was an der Straße gemacht werden, weil da eine Leitung gekappt ist. Und ja, deswegen auch das Angebot mit den zwei Prepaid-Karten. Weil sie hätten jetzt ein Sonderkündigungsrecht, aber wir wollen sie ja versuchen zu halten. Und deswegen biete ich Ihnen diese zwei Prepaid-Karten an, mit jeweils 5 Euro Guthaben. Und ja, ich denke, das ist ein faires Angebot. Jetzt mal ehrlich, ne? Da war ich jetzt so ein bisschen verheckt. Wir sind seit Jahren Telekom-Kunden und auch eigentlich zufriedene Telekom-Kunden. Die Telekom ist der Marktführer, bisher hatten wir nie Probleme. Und jetzt in dem Neuanschluss gefühlt alles den Bach runter. Also, und man hat uns gesagt, bei Neuanschluss 3 bis 4 Monate maximal. Und jetzt werden wir seit Wochen vertröstet. Und jetzt dachte ich, so langsam gut, dann haben wir es dahin bekommen, weil anscheinend ja das mit diesem Baumanager funktioniert. Die Frau Kemper hat sich ja auch regelmäßig gemeldet. Ja. Und jetzt erzählen wir was ganz anderes. Ja, das ist das Problem eben. Ich denke, dass wir erst, das geht natürlich nach Bevorzugung und der Kundendazugehörigkeit und natürlich auch nach dem Status. Wir unterscheiden ja auch zwischen Silber und Gold. Und das Problem ist, dass wir natürlich auch erstmal unsere deutschen Kunden bedienen quasi. Was heißt denn deutsche Kunden? Ja, halt, sie sind ja nicht deutsch, deswegen, also wir müssen ja erstmal schauen, dass wir wirklich die bedienen, die auch längerfristig in Deutschland planen. So, wir können jetzt nur nach dem Namen gehen und der Herkunft. Werden Unterschiede gemacht, oder? Ja. Was ist das? Also ich sag mal so, jemand aus einem Ausland, der kann einen Silberstatus kriegen, aber halt keinen goldenen. Und bei Problemen werden dann eben halt die Goldenen bevorzugt erstmal. Und dann werden diese abgearbeitet. Deswegen dauert es auch nur einen Monat. Normalerweise könnte man das Problem in 2 Tagen regeln. Aber in dem Fall leider nicht. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Okay, warum? Muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil wir seit Jahren in Deutschland sind. Deswegen Kriegen wir was von Silber und Gold. Tut mir leid, aber ich finde das ein bisschen rassistisch. Ja, das finde ich auch. Totaler Humbug. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man irgendwie außerhalb Silber- und Goldkunden, was ist das denn für Quatsch? Also jetzt mal ehrlich, wir sind seit Jahren in Deutschland, wir sehen jetzt was von Silber- und Goldkunden, werden priorisiert. Und Sie sind Bronze momentan, Bronze. Das wird ja immer besser. Ja, aber Sie könnten Silber werden, das heißt, wenn Sie jetzt noch was dazu buchen würden, ich könnte Ihnen ein Angebot unterbreiten, wenn Sie möchten. Wollen Sie denn, jetzt mal ehrlich, wollen Sie mich verarschen? Nein. Sie wollen mir jetzt erzählen, wir sind seit 30 Jahren bei der Telekom und sind nur Bronzekunden. Und wenn wir jetzt natürlich pflichtig noch was dazu kommen, werden wir Silberkunden. Genau. Das heißt, dann werden wir etwas priorisiert vor den Bronzekunden und Deutsche sind automatisch Goldkunden.
Ganz genau, so ist es. Das ist doch nicht ernst, ja, oder? Ja, es heißt ja auch... Spaßanruf, oder? Nein, das ist kein Spaßanruf. Es heißt doch auf Deutsche Telekom. Und warum rufen Sie anonym an denn von der Telekom? Ja, warum denn nicht? Das ist kein Spaß. Verzeihen Sie mal. Also, ich sage Ihnen doch gerade nur, wie es ist, ja? Ich sage Ihnen nicht, dass ich Ihnen das offiziell sagen kann, aber ich verstehe Ihre Verärgerung. Aber in dem Fall ist es leider so. Das heißt ja auch, es heißt ja auch... Seit wann ruft Telekom niemand? Naja, ich sitze nicht im Callcenter. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ich rufe hier schon aus der Kundenbetreuungs-Oberstufe an. Aha. Ja. Das ist ganz schön traurig, muss ich Ihnen sagen. Ja, das tut mir leid, aber so ist es leider. Ja, also einen Monat, aber dann haben Sie auch wieder, dann ist kein Problem. Darf ich Ihnen die zwei SIM-Karten dann zusenden mit jeweils 5 Euro Guthaben? Ich werde es nochmal überlegen. Sind Sie morgen erreichbar, beziehungsweise die Kundenservice erreichbar? Ja. Ja? Gut. Also, ich werde mir noch mal Gedanken drüber machen. Alles klar. Und ich soll Sie dann noch ganz lieb grüßen von Sifi Malaka, ja? Habe ich mir gedacht. Telekom will nie anonym anrufen. Und ich bin der MC Holmes von Breaks.fm. Ja, also. Ja. Heidi Wurst war Malaka. Ciao, ciao. Heidi GDL. Jo. So, weiter geht's.